Ich möchte über ganz viel reden heute. Aber zuerst möchte ich... Wie geht's euch? Hey, mir geht's im Fall gut. Günther schaut mich mit grossen Augen an und streichelt ein bisschen ihren eigenen Hals. Ja, das ist fast ein bisschen lasziv. Darum, Gülşah, wie geht's dir? Aber du streichelst im Fall auch gerade ein bisschen deinen Hals. Ja, ja, das hat mich so angesteckt. Soll ich auch ein bisschen meinen Hals streichen? Also, wir streicheln alles schnell ein bisschen. Nein, du streichelst vor allem dein Kettchen. Nein, vorher hat sie ihren Hals gestreichelt. Oh. Und hat so ein bisschen lasziv übergeschaut. Hey, Leute, ich habe ganz normal geschaut. Ganz normal, ich habe ein bisschen meinen Hals gekrebelt. Und ich habe einen wirklich, die Leute wissen vielleicht nicht, heute ist Montagmorgen. Ja. Man hört es an meiner Stimme, sie ist leicht nasal. Das liegt daran, dass ich einen Loco Sunday verbracht habe. Was ist ein Loco Sunday? Eine Freundin von mir, Isa, sie findet, dass Sonntag so ein leerer Tag ist. Mhm. Ich finde Sonntag geil. Und dass dort nichts passiert. Und dann hat sie sich entschieden, dass sie... es hat irgendwie auch mit entgegen dem Kapitalismus bla bla bla. Ich weiß auch nicht, sie hat das ganze Regelwerk. Das ist aber so ein Grimmbruch, um sich zu betrinken. Ja, ja, gerade der Kapitalismus haben wir auch getrunken. Genau, weil wieso sollte man ohne Kater sein am Montag? Und das machen wir ja nur. Schade, ja. Auf jeden Fall haben wir einen Loco Sunday gemacht mit dem Motto DJ Antoine. Und dann sind wir gelandet im neuen Hotel Five. Wo so einen dubaischen Dude irgendwie gemacht hat. Ah, ja, genau. Dort für den Pantona residiert. Wo ist das? Doch. Das ist dort beim Triemli irgendwo. Genau, ehemals Hotel Atlantis. Ja. Und das ist so der, wirklich, also es ist also der Influencer Place to be. Ja. Eigentlich würde es 100 Franken pro Person kosten, um an den Pool zu gehen. Wow. Ich habe dort einfach dreimal angerufen und gesagt, es ist schlecht Wetter, wir kommen einfach. Hinterher sind wir dort eingefahren, Leute. Und das hat funktioniert? Das hat funktioniert. Ohne Eintritt. Okay. Dreimal müssen anrufen? Ja, weil zuerst haben sie gesagt, ja, ich frage meinen Chef, bla bla bla, nachher ist es dann gegangen. Und am Schluss immer noch vorstellen, wir haben vorher schon getrunken, am Schluss sind jetzt irgendwie 10 Leute und alle haben noch einen Badmantel bekommen und wir haben irgendwie einen Guacamole bestellt für 24 Franken pro Portion. Es ist wirklich irr. Und das ist das Überbleibsel von meiner Frisur. Also meine Frisur ist das Überbleibsel von diesem Tag. Mhm. Ich habe sie so hinterher geschält, wie ihr gesehen habt. Ich habe gedacht, das geht dir gut, weil du hast gestern sehr viel Grossbuchstaben WhatsApp geschrieben. Habe ich schon WhatsApp geschrieben? Was? Was tust du mir WhatsApp? Du hast etwa eine Stunde lang geschrieben. Was? Schau mal, du hast etwa von 9:30 bis 10:30 hast du munter durchgeschrieben, in Grossbuchstaben. Ernsthaft? Ja. Ich habe nur gehört, dass irgendein Ofen gebrannt hat. Ja, also meine Mitbewohnerinnen kochen und nachher haben sie einfach den Ofen auf voll laufen lassen und nachher hat irgendwie gebrannt. Oder vielleicht habe ich das nur gemeint, weil es geschmückt hat. Wow, ich lese dir das nachher vor. Oh, du fängst an brüllen vor Lachen. Wirklich, du hast in Grossbuchstaben. Soll ich dir vorlesen? Ja, bitte, lies mal. Ich kann das vergessen. Hey, also, wie kannst du das vergessen? Vergissest du eine sonst Konversation, die wir haben? Soll ich dir sagen, wenn du die erste Nachricht geschickt hast? Ja, wissen gut. Und wie viel das du geschrieben hast? Und ich habe irgendwann gesagt, das ist jetzt im Verlag gut, gell? Du hast angefangen zu schreiben am 11 Uhr und du hast aufgehört am 4 vor 12 Uhr. Oh mein Gott. Du hast 3/4 Stunde durchgeschrieben und nachher hast du zum Beispiel geschrieben, also, schau, es hat brennt aus dem Ofen. Brennt in Grossbuchstaben. Nachher nochmal, brennt in Grossbuchstaben mit 3 Ausrufezeichen. Ja. Und nachher, man kann nicht einfach einen Brand handeln oder nicht handeln. Schau, ich wüsste, wenn ein Ofen würde brennen, dann wüsstest du, wie ausmachen. Klammern, nicht mit Wasser. Und dann hast du einfach geschrieben. Stimmt. Dann hast du einfach geschrieben, ich nicke, dann die nächste Nachricht nicke, dann die nächste Nachricht nicke. Und dann hast du geschrieben, und dann nicke ich nochmal. Ich habe wirklich sehr viel, sehr viel ist da Alkohol im Spiel gewesen. Und dann hast du ihm was gleich einfach nochmal geschrieben, das mit dem Brand. Einfach nochmal mit Grossbuchstaben, was? Mir nochmal erzählt. Was hast du geantwortet, Ivo? Hey, ich habe ein bisschen mitgemacht. Ich habe das Gefühl, Gülşah braucht Support. Ja. Und bin dabei geblieben und habe gesagt, okay, verrückt. Irgendwie. Oi. Und dann haben wir aber noch eine Konversation darüber gehabt, dass du jetzt Girls Crush... Komm, ich müsste anfangen. Ich mache schnell eine Anmoderation, dann kann der Jingle kommen. Ja, jetzt wäre aber gerade etwas sehr spannend. Genau, wir reden nachher über den Gülşah Girl Crush. Weil der ist auch noch ganz kurz reingeslidet zwischen den Grossbuchstaben, die brennt haben. Okay, ja, gut. Ich nehme einen Schluck Wasser. Okay. Und dann könnte ich auch noch schnell über Openness reden, wir haben so viel zu. Aber ich möchte eigentlich heute über Freundschaften reden. Wenn wir es noch schaffen, bis zu dem Thema. Über die platonische Beziehung, die wo immer so fest betont wird, wie wichtig es ist, wo man aber viel weniger darüber redet, wie über Liebesbeziehung. Ausser Liebesbeziehungen. Ausser eben jetzt in dieser Folge, da reden wir drüber. Schlagfertig und schonungslos. Das ist Zivadili. Also wie genau? Aha, okay.
Zivadili-Ring. Der SRF-Talk mit der Maja Zivadinovic, der Gülşah Adili und der Ivan Eisenring. Zivadili-Ring. Aha. Das ist die neueste Episode vom Podcast Zivadili-Ring. Ich bin Ivan Eisenring und bei mir sitzen Gülşah Adili und Maja Zivadinovic. Jawohl, anwesend. Und jetzt, bevor ihr uns alle schreibt und sagt, das kann doch gar nicht sein, ihr könnt doch gar nicht im Studio in Zürich sein, weil ich bin in New York und Gülşah ist jetzt, wenn diese Folge rauskommt, auch... bist du in New York oder am Burning Man schon? Wir haben die Folge aufgezeichnet, wo wir noch alle in Zürich sind. Jawohl. Und als allererstes klären wir jetzt, was hast du für einen Girl Crush? Also kommst du jetzt, kommst du jetzt neu mit Frauen zusammen? Du hast immer gesagt, du stehst nur auf Männer. Ja, genau. Also ich bin, ist vorbei, die Zeit. Die Zeit ist vorbei. Ich habe so Girl Crushes. Also ich habe das schon ab und zu, dass ich einen Girl Crush habe, weil ich jemanden toll finde. Aber jetzt habe ich so richtige, wo ich so denke... Also inwiefern sind es anders die richtigen, ja, und die anderen? Weil ich dann so wirklich so ein bisschen... Also so ein bisschen nervös und geschissen tun, weißt du? Super. Ah, also so ein bisschen, also, wie, ja, wenn du wirklich... romantisch. Ja, also... Sind so romantische Gefühle? Also von... Also, ich weiss es nicht. Das weiss ich jetzt oder nicht. Oder einfach mehr sexuell. Aber so ein bisschen... Nein. Sondern mehr so, dass ich so denke, ja, ich würde es nicht blöd sagen und let's be friends forever und... also... Was sagst du, let's be friends forever? Ja, nein, wie soll ich dir das sagen? Das ist jetzt für mich ein neues Gefilde, Yvonne. Mhm. Komm jetzt gerade noch nicht raus. Nein, und ich bin vorsichtig, Entschuldigung, nimm es zurück. Ja. Was sind denn das für Frauen? Vor allem, also sind es mehrere aufs Mal? Vor allem, wieso stehst du nicht auf uns, wenn du auf Frauen stehst? Hey, das... Ja, du bist auch leicht beleidigt. Ja. Also, Entschuldigung. Nicht, also, Entschuldigung. Mir hat sie heute nur gesagt, mein Kleid sei toll. Mir hat sie gar nichts gesagt. Okay. Leute, also ich bin wirklich ein angeschlagener Hund. Wirklich ein verdammter Hurenkater habe ich da beieinander. Ich weiß nicht, sehen ja da, habe ich so wie eine Ader, die so raus schaut an der Stirn und die so ein bisschen pulsiert. Das heisst, die müssen ein bisschen fein und nett sein. Schau, ich habe gar kein Mitleid. Ich habe am Samstag so einen Kater gehabt, dass ich... Nein, ich finde das nicht lustig zu sagen. Nachher kommen die Leute, die sagen, du trinkst zu viel. Ich habe so einen Kater gehabt, dass ich um 6 Uhr abends aus dem Bett gekommen bin. Ich bin auch erst um 6 Uhr morgens ins Bett. Aber das sind 12 Stunden. Das ist wo schon du, lang. Wo du geschlafen hast. Nein, gelitten habe ich. Gelitten, ja, voll. Wirklich gelitten. Ich weiß nicht, wo sie überall Adern gehabt haben, aber es ist Ich finde Alkohol. Aber zurück zu dem Girl. Ja. Wo hast du denn die Frauen kennengelernt? Ja, es ist aus dem Freundeskreis. Es sind Freundeskreisfrauen, die neu dazugekommen sind. Mhm. Und dann bin ich einfach so ein bisschen nervös und denke mir so... Dann denke ich eigentlich so... Ja, aber es ist nie weitergegangen. Aber könntest du mit einer Frau zusammen sein? Ich glaube nicht. Ich bin schon, okay. So, ich bin schon hetero. Aber ich wäre gerne mit einer Frau zusammen. Ich glaube, vielleicht ist es auch so, dass ich einfach viel mehr gute Frauen kennenlerne als Männer in letzter Zeit. Und dass ich Männer in unserem Alter einfach wirklich nicht spannend finde. Wir haben es ja letztes Mal schon besprochen, dass Männer zwischen 30 und 40 irgendwie... so in einer Quarter-Life-Crisis oder was auch immer stecken. Und Frauen. Nein, das finde ich einfach schon nicht so. Ich finde, es gibt schon auch lässige. Also, schau wirklich, zeig mir ein einziges. Ich mache nachher meine Karte auf, nachher zeige ich. Ja, ist gut. Single an dieser Stelle. Aha, okay. Aha. Ja, nein, das bringe ich schon ein paar zusammen. Ja, und ich finde einfach Frauen zwischen 30 und 40 einfach viel, viel toller. Also weißt du, es sind alle, so also mein ganzes Umfeld ist irgendwie in Therapie, schafft an sich selber, schaut, also, ja, darum. Du hast ja mit der einen Frau hast du wirklich das grusigste Trinkspiel gemacht, das ich je gehört habe. Also es war das Festivalspiel. Das ist eben die Gruppe, die auch den Loco Sunday macht. Und die haben das Festivalspiel gehabt. Und das hat geheissen, warte, hat jemand einen Shot bestellt? Und muss man das schreien? Das man kann nicht sagen, hat jemand einen Shot bestellt. Yvonne, also auf jeden Fall muss man das schreien. Oh, natürlich muss man schreien, so frage ich. Logisch, es ist ein Festival. Ja. Und nachher nimmt man dann einen Schluck von seinem Getränk. Mhm. Das so, oder? Nein, ich weiß gar nicht. Aber du musst es nicht mit so uns vorzeigen. Nachher hat man es im Mund. Aber du hast es schon runtergeschluckt. Nachher hat man es im Mund. Ja. Nachher gibt man es eben der anderen Person so ins Mund. Gibt es die auch noch mal weiter? Nein, das ist Endperson. Das ist Endperson, das ist Endkonsumentin. Das ist auch falsch. Ivan hat es mir aber anders erzählt. Gesagt, in deiner Abwesenheit. Und ich wollte ein bisschen kotzen. Ich habe gesagt, der Shot wird weitergehen, so im Kreis. Und zwar, sie hat gesagt, also quasi fast ein bisschen Neverending. Das ist wirklich... Sie hat gesagt, Gülşah macht so Zeugs. Und du hast gar nicht hinterfragt. Dann habe ich gesagt, ah ja, ich weiss.
Ja. Okay, so ist es überhaupt nicht grusig. Also ich finde es so wirklich sie, gar nicht so wie ein bisschen knutschen. Einfach, ja. Ja. Nein, aber dann duschst du auch, es geht auch, dass du knutschst. So hast du, aber gib dir die Person dann schon dann wieder zurück, geht das ein paar Mal zwischen euch nein, zwei Minuten. Nein, so zusammen gurgeln. Nein, es wird nicht zusammen gurgeln. Sondern einfach, man gibt einfach den Shot über. Wieso macht man das? Wieso machen wir irgendetwas mehr? Wieso schreibt man vorher noch, wer hat einen Schluck gestellt? Ja. Nimmt man nicht einfach einen Schluck? Ja. Du, schau, es ist und einfach... machen das also zwei Männer miteinander, zwei Frauen? Alle miteinander. Alle einfach Zufallsprinzip. Man fragt, ja. Hat jemand einen Job gestellt, nachher die Person, die nebenan ist, und denkt sich so, ah ja, ich glaube, ich habe einen Schaden gestellt. Und eigentlich kommt man einen Schaden. Aber macht man dann das immer so ein bisschen mit der gleichen Person, eben auf die, wo man einen Crush hat? Also ist dann immer so... Sagen wir es mal so, ja... Es ist so ein bisschen wie das Flaschenspiel, einfach so ein bisschen heute. Ja, es ist wie das Flaschenspiel, aber man dreht die Flasche an. Ja, also, ja, absolut. Man hat sie so anheben. Ja, man überlässt ja. Nichts am Zufallen. Nein, okay. Nein, sagen wir so, es sind sehr viel, also ich habe sehr, sehr viele Shots bestellt. Sagen wir so. Ich habe sehr viele Shots bestellt. Ist dann aus dem Shotspiel irgendwann mal auch wirklich das Knutschen geworden? Auf jeden Fall, ja. Und haben es nachher auch alle Corona gehabt? Das hat nicht, aber dafür Chlamydien. Das ist wirklich nicht lustig. Das ist aber behandelbar offenbar. Das war am Gurten, gell? Ich war auch am Gurten. Ich war ja an so vielen Festivals wie noch nie, aber ich habe so immer geschafft. Die Sendung Unlocked, wo ich durch fremde Handys durchgehe. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich so fest, wenn ich euch all das zeigen kann. Hey, du hast ja so ein bisschen Sneak Peeks gegeben. Es ist der Wahnsinn. Ja, es ist grossartig. Was die Leute auf dem Handy haben ist und was sie dir einfach auch noch so angeben. Hey, kannst du mal noch, drop mal noch einen raus. Warte, muss ich schnell überlegen. Ja, viel, also okay. Einer sagt, bin ich auf Pornhub bei ihm? Mhm. Dann sagt er, Achtung, ich tue da nicht, das ist nicht da, wo ich Pornos suche. Und ich sage, ja, stimmt, das war in einem anderen Browser, weil das haben wir schon gesehen. Mhm. Und ich sage, wieso hast du denn da Pornhub? Weil er bestellt da mein Kleider auf Pornhub. Ja. Und ich sage, okay, und wie bist du auf das gekommen? Ich habe mal ein Video aufgeladen bei Pornhub. Mhm. Und dann habe ich von Pornhub als Dankeschön Socken geschenkt bekommen. Das ist mega toll von Pornhub. Jetzt habe ich natürlich dort ein paar Fragen gehabt. A, was ist das für ein Video? Das tue ich jetzt aber nicht verraten, weil damit noch die Sendung geschaut wird. Und B, wieso schenkt Pornhub Socken? Aber das habe ich ja schon aufgelöst. Wieso? Weil, habe ich das nicht erzählt? Ah, weil man kalt hat in der Nacht? Nein, weil man beim Sex ja nie Socken anhat. Ah, als Gag? Als Meinst du, das sind so lustige Typen dort? Ich glaube schon. Ich glaube es im Fall auch. I think. Bist du an vielen Festivals? Ich war früher an so vielen Festivals. Gewesen, wieso? Wo ich noch für 20 Minuten hatte. Und haben wir ja, weißt, jeden Sommer haben wir Ticker von diesen Festivals. Ui, also ich bin im Fall so wie du. Es ist anstrengend, aber es ist super. Es ist so ein paar, findest du nicht auch? Es ist wie, du lebst in einem Paralleluniversum. Ja, aber ich habe schon streng gefunden. Es ist anstrengend, aber es ist schon auch lustig. Was und ist deine liebste Festivalgeschichte? Ich war am Greenfield gewesen, und das ist überhaupt nicht meine Musik. Aber das sind im Fall so tolle Menschen. Das sind wirklich sehr lustige Menschen. Und wir sind dort viel Journeys gewesen. Ich kann das jetzt erzählen, weil das ist schon über 10 Jahre her. Und dann habe ich etwas Dummes gemacht. Also ich und nochmal eine Journalistin und nochmal jemand haben gekifft, einen riesen Joint geraucht. Ja. Also per se nicht das Problem ist. Aber wir haben das gerade beim vor einem Medienbus gemacht. Ja. Und dann sind wir wirklich rausgeschmissen worden. Nicht aus dem Medien- und VIP-Bereich, sondern wirklich vom ganzen Festival, was sehr dumm war, weil ich arbeiten musste. Ja. Aber wir hatten es war sehr spät am Abend und irgendeiner hat sich dann erbarmt und hat das wieder reingelassen. Aber wir haben dann einfach für den Rest von der Nacht nicht mehr in den Medienbereich dürfen. Und aber dann hast du irgendwo... Irgendwo so in der Zelt. Ja, ich war dann im Rockstar-Zelt, wo dann so auch Karaoke war. Mega lässig und... Nachher in der Redaktion hat es niemand gemerkt, dass wie, es ist halt Gott sei Dank spät am Abend gewesen, dass der Ticker nicht gefüllt worden ist. Mhm. Wir haben dann so am nächsten Tag haben wir so, oh hey, hallo zusammen, hallo Open Air, hey, sorry, mega technische Probleme gehabt, aber hey, wir sind wieder da. Hey, und wieso tut man überhaupt Ticker von einem Open Air? Interessiert das läuft man das auch? Das läuft. Ich glaube, sie machen es nicht mehr. Es ist einfach gelaufen wie Sau. But why? Weißt du, so, du hast einfach können Sex im Titel schreiben. Okay. Ja. Beats, Boobs und irgendwas, Bonbons. Okay. Ja. Aber was hast du dann geschrieben, wenn du Sex in den Titel geschrieben hast? Dann hast du geschrieben, dass jemand ist sexy angelegt oder jemand macht rum und dann hast du ein Handybild hochgeladen. Hat es dir auch schon gegeben, wer hat noch einen Shot-Trick bestellt? Wieso bist du nicht dort gewesen, Gülsa? Du hättest meinen Ticker gefüllt. Girls, verdammt gut. Girls, okay, Crush, Alkohol. Wir gehen ohne Übergang zu unserem Thema. Wie haben Sie das abrupte Ende gefunden? Fantastisch. Wie beim Geschlechtsverkehr. Zack. Zack, raus. Thema Freundschaft. Piu.
Ja. Ich schaue mich so erwartungsvoll an. Ja, wir sind sehr gespannt, was jetzt kommt. Jetzt kommt die Frage, sind Freundschaften einfacher als Beziehungen? Wenn ja, wieso? Ich muss schnell überlegen. Ich muss aber auch schnell überlegen. Anita, schneid das raus. Das ist wirklich die grösste Denkpause, die sie gegeben in diesem Podcast. Ja. Ich meine, es wäre zu einfach, zu sagen, ja, es ist viel einfacher, weil du bist dir immer wohlgesinnt und du bist immer nicht zueinander. Und das bist du immer nicht zueinander? Meistens schon. Zu meinen Freundinnen bin ich zu 98% du nicht. Und in der zu Beziehung? Meinem Freund nicht. Ist das, weil man einfach näher ist mit dem Partner? Ja, ich glaube schon. Da ist dir ja so dermassen echt. Da musst du dich ja nie verstellen. Und dann kommt alles ab über. Du wohnst mit dem zusammen. Aber hast du das Gefühl, du verstellst dich bei Freundinnen? Nein, überhaupt nicht. Aber irgendwie, ich mache mit ihnen ab und ich freue mich auf sie. Ja, das ist wie etwas anderes. Der Freund ist halt einfach immer da. Und wenn du jetzt mega viel Zeit mit jemandem verbringst, indem du zum Beispiel zusammen wohnst oder zusammen reisen gehst, dann ist ja die Person, also die Freundin oder der Freund, der platonische Freund, Freundin, auch immer da. Aber das ist doch genau das, da geht man sich schneller mal auf den Sack. Man kann ja jahrelang mit jemandem befreundet sein und dann gehst du zusammen in die Ferien und merkst so, hey, shit, der Mensch ist ja ein Monster. Mir Gott sei Dank nie passiert, aber ich kenne das so vom Hörensagen und kann es nachvollziehen. Ich habe mir meine Reisegespenne immer sehr gut ausgesucht. Mhm. Findest du? Ja. Also ich kann nicht sagen, ob es wirklich einfach war. Aber du findest einfach, man hat sicher weniger Streit in Freundschaften. Ja, das glaube ich schon. Was findest denn du, Gülscha? Ich finde auch, dass man wahrscheinlich weniger Streit hat in Freundschaften, weil man halt wie eine Version trotzdem ist von sich selber, wo halt ein bisschen angenehmer und wohlwollender ist oder über Sachen hinweg schaut. Aber ich wohne ja mit zwei Freunden zusammen. Also in Zürich wohne ich mit einer Freundin zusammen und in Berlin auch mit einem Freund. Und beide kenne ich schon über 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre, keine Ahnung, wirklich schon sehr, sehr, sehr lang. Und die, mit denen habe ich aber auch wieder eine Freundschaft, die wie eine Partnerschaft ist. Weil wir wohnen zusammen, wir verreisen auch zusammen. Und dort bin ich wirklich so das authentischste Ich, das ich, glaube ich, sein kann. Und dort, die nerven mich manchmal. Aber es ist, und ich nerv sie manchmal auch, aber es ist so völlig okay. Und auch dann ist es nie so, dass es so streitig ist wie mit Boyfriends. Weißt du, was ich meine? Ist es dann streitig mit Boyfriends? Ja, bei meinen schon, ja. Meine Boyfriends schon. Ich weiß nicht, hat das vielleicht mit den Boyfriends auch zu tun, mit ihrer Persönlichkeitsstruktur? Aber vermutlich nicht. Vermutlich streitet man halt einfach mehr. Man reibt sich halt mehr ab, weil geht irgendwie um mehr. Ja. Es geht, aber ist dann, es ist viel näher. Oder siehst du das anders? Also ich finde schon, es ist näher, aber ich bin zum Beispiel nicht eine Person in Beziehungen, die so alles dann immer muss teilen. Es gibt ja so die Perlen, die dann immer zusammen auftauchen. Und ich habe auch mit den Männern, wo ich zusammen gewohnt habe, viel Abend alleine verbracht. Mhm. Also es war überhaupt nicht so, dass wir immer so zu zweit, oder auch wenn ich eingeladen war, habe ich wieso gefunden, also man kann zu zweit gehen, muss man überhaupt nicht. Oder auch reisen, ist jetzt für mich nicht ganz klar, dass kaum bist in einer Beziehung, ist jede Reise ein Muss, dass du mit dem Partner gehst. Finde ich auch absolut. Ja, oder irgendwie. Und ich finde, dann kann man eigentlich sehr ein ähnliches Leben führen wie als Single. Natürlich zum Beispiel, ich finde, in dem Moment, wo du zusammen wohnst, aber das hast du auch mit einem Mitbewohner, gibt es wie so ein bisschen mehr Sachen. Ja, genau. Aufräumen, putzen, Karton, Abfuhr. Ich meine, zum Beispiel der Onur, mein Mitbewohner, er hat wirklich, also er findet das Schlimmste Käugeräusch. Er findet das Allerschlimmste. Also er muss einmal die Tür zumachen, wenn ich in der Küche etwas esse, so. Und das ist wie so, wie nervig bin ich für ihn, wo echt. Weißt, wie jede Person wird nervig, alle Menschen heulen. Ja, aber trotzdem, wenn etwas dann so einem stört, dann habe ich immer so ein bisschen Angst, dass sich das wie so über mich stülpt. Weißt du, so, dass das Ketschgeräusch nervt und nachher nerv ich ihn aber auch als Grundkonzept Gülscha. Ja, aber dürfen wir dann nicht einfach einmal nerven? Mal sicher. Absolut, aber ich will dann nicht, dass ich dann so nerv. Also so wie, es gibt in Beziehungen irgendwann den Punkt, wo man eigentlich weiss, jetzt müssen wir dann auseinander, wenn so alles nervt. Genau, ja, voll. So, schau mal, wie er läuft, schau mal, wie er schaut. Schau mal, wie er schnauft. Ja, er schnauft. Er existiert. Ja. Okay. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass grundsätzlich Freundschaften wie einfacher oder streitfreier sind oder auch oft länger halten? Weil Beziehungen sind ja gleich etwa die nach ein paar Jahren fertig, weil sie sexlos sind. Auch gute Frage. Ja, also letztens habe ich das auch an einem Tisch mit jemandem diskutiert. Schwierig zu sagen, macht Sex wirklich alles viel komplizierter?
Also ich glaube schon, also es kommt sicher noch wie so ein Layer, eine Ebene dazu, wo kann also wo kann sehr, sehr, sehr lässig sein, aber wo auch kann Komplikationen geben in dem Moment, wo man nicht die gleichen Wünsche hat, nicht die gleiche Vorstellung, nicht die gleiche Quantität wird, nicht die gleichen Wünsche hat, was Partner, die von der geschlossen oder wie oder wann oder wo anmacht, dann hat man halt wie noch ein Potenzial für mehr Konflikt. Mhm. Aber es, ich finde ja, Sex ist ja der beste Kit und das kannst du mit Freunden nicht. Also kannst du ja in meinen Beziehungen so relativ viel, ich finde, relativ viel simple Streit kannst du mit Sex lösen. Mhm. Und das ist jetzt wirklich? Mach mal was ist ein simpler Streit? So, du hast die Geschirrspüler nicht ausgeräumt. Und dann kann das entweder explodieren oder nachher explodiert so halb und nachher schlafst du einfach miteinander. Ich löse es. Ich finde, das ist wirklich absolut das, praktisch. Das Praktischste. Oder so irgendwie, ich habe doch gesagt, du solltest die Wäsche machen. Oder irgendwie, ich hatte keine Ahnung, was. Wieso kannst du nicht zurückschreiben auf das? Du kannst ja wieso, oder ich weiß auch nicht, wenn ich hätte etwas machen müssen. Ich glaube, es hat noch nie, also es gibt keinen Mann, das ist jetzt wieder sehr, sehr hetero, weil ich ja nie Beziehungen geführt habe mit Frauen, wo dann irgendwie gefunden hat, also gut, nein, ich kann mich nicht versöhnen. Ich bleibe jetzt hässig, weil du nicht geantwortet hast auf mein SMS. Du musst jetzt da gar nicht nackt anlegen. Das ist schon praktisch. Und mit einer Freundin, ich weiß jetzt nicht, wie es rauskommt, wenn ich mich einfach wieder ausziehe. So. Ja, mal austesten. Okay, ich müsste es wirklich mal machen. Einfach mal testen. Einfach mal die Brüste. Ja, einfach mal einen Bub. Jetzt bei dir, Günther, hast du wieder alles anders. Ich habe natürlich da mehr Mittel zur Verfügung. Ich sage, ich werde noch einen Job bestellen. Ja, bitte ganz genau. Sag, Günther, strahle dein Sinneli. Nein, hast du das Gefühl, es ist einfacher, wenn man keinen Sex hat? Also, ich glaube nicht, dass es einfacher ist. Warte, jetzt ist eine doppelte Verneinung. Ich glaube, es ist nicht einfacher, wenn man Sex hat. Also es ist nicht meine Theorie, dass man viel kitten kann. Genau, also ich glaube nicht, dass... Also, weil je nach Person kann man eben auch einen Streit nicht kitten mit Sex. Weil ich bin zum Beispiel dann jemand, wenn ich hässig bin, dann nachher kann man mich dann nicht einlullen mit Sex. Darum wird das gleich nicht aus. Ja. Die sind so nah dran. Darum ist das wie so... Also ich glaube, ich würde mich dann noch mehr nerven, dass ich nicht ernst genommen werde, dass jetzt das Problem wieder irgendwie weggedruckt wird. Darum finde ich, nein, es macht es nicht einfacher. Gibt es Friends with Benefits oder ist das nur ein Konstrukt von Hollywood? Das gibt es. Problemlos? Ich glaube schon. Also wenn ich jetzt so... Also glaubst du? Also hast du ein paar Artikel darüber gelesen? Einmal darüber porträtiert. Also eine Freundin von dir? Genau, eine Freundin von mir. Nein, das gibt's, das geht. Bei mir war es immer ein Buff. Wirklich? Also ein Typ hat mir mal gesagt, gell, wir haben da Friends mit Benefits-Situation gehabt und nachher hat er gesagt, so, look, entweder Benefits oder Friends, nicht beides. Nachher hat er ernsthaft wollen Friends sein, so mit mir im Museum gehen. Und das, obwohl wir wissen, seit der letzten Folge, also, dass deine grösste Sorge ist, dass die Leute denken, du sagst nicht gut im Bett. Das ist gemein. Also, ich will an dieser Stelle dem Typ sagen, das ist nicht okay. Also es funktioniert. Sind ihr noch Friends? Sind ihr im Museum? Sind ihr im Museum gewesen? Gehen Sie in der noch? Nein. Nein. Nein, ich habe das Gefühl, irgendwann kommt man doch zusammen oder irgendwie, oder es endet so ein bisschen bitter, der eine verliebt sich. Also das sind bei mir Situationen. Wirklich? Mhm. Ich habe eine Nachricht bekommen zu dem Thema. Ah, schau jetzt. Und zwar hat Melanie auf Instagram geschrieben, ich habe vor 2 Wochen den Podcast Zivadilering für mich gefunden. In diesen 2 Wochen habe ich alle Folgen durchgehört und bin begeistert. In der letzten Folge redet ihr über Liebeskummer. Was mich interessieren würde, ist, wie steht ihr zu Freundschaften nach einer Beziehung? Ist es eurer Meinung nach möglich, mit dem Ex-Partner befreundet zu sein? Ich finde, nein, aber... Also, du machst eh einen harten Cut. In meinem Freundeskreis gibt es wirklich viele Leute, die dann immer noch befreundet sind. Mhm. Und das funktioniert irgendwie, aber es gibt dann doch immer mal wieder dann Situationen, wo es schwierig wird, kompliziert wird, man ist vielleicht auch ein bisschen angetrunken und dann gibt es irgendwie wieder Tränen und Drama. Aber es funktioniert somehow. Ich für mich möchte das gar nicht. Ich möchte nicht mit meinen Ex-Boyfriends befreundet sein. Für was auch. Aber wieso? Ich meine, du hast doch mit ihnen irgendwie eine gute Zeit. Also wir gehen mal davon aus, es ist ein guter Typ. Du hast mit ihnen eine gute Zeit gehabt. Das ist jemand, der dir aufgetraut ist. Das ist jemand, den du gerne hast, den dich gerne gehabt hat. Wieso soll das zack alles zu Ende sein? Weil es als
Beziehung, als Liebesbeziehung nicht funktioniert hat? Weil immer, also weil es entgangen ist, entweder weil irgendwie die Liebe nicht mehr rum war oder weil halt viel Scheiß passiert ist. Und dann kann man sie einfach dann einfach lassen. Also, aber wenn jetzt nur die romantische Liebe vorbei ist? Dann nachher, ja, durchaus. Also, kann schon funktionieren. Bei mir hat es jetzt wie noch nie, hat sich noch nie ergeben. Bei dir schon, Maya? Ich muss, nein. Du hast gerade so ganz im Frohrede gehalten. Nein, ich habe mir gerade ganz kurz in meinem Umfeld überlegt. Ich habe Leute in meinem Umfeld, die nach einer Beziehung immer noch total gut befreundet sind. Ich finde das so schön. Ich finde im Fall, das ist voll okay. Ich habe einen Ex, der noch wie so sehr ein okayes Verhältnis hat. Ja. Ja. Aber ich bin so sehr mit okay, anderen, aber nicht richtig befreundet. Wir wohnen also jetzt auch nicht am gleichen Ort. Und nein, nicht so eng befreundet, aber so, dass ich mich jetzt freue, ihn zu sehen und mit ihm etwas zu trinken. Ja. Und dann gibt es aber noch Ex-Freunde, die schon irgendwie noch viel... Also die Beziehung ist irgendwie auch sehr gesund und gut geendet, finde ich. Und gibt es aber schon auch Beziehungen, wo ich finde, das ist dann wirklich schmerzhaft gleich immer noch. Oder so ein bisschen ein Knusch. Und ja, eben, es ist dann so emotional Hickhack. Ja, ja. Sehe ich mich auch nicht reinschicken, wirklich gar nicht. Nein. Habt ihr, wenn wir noch mal bei diesen Sachen, Friends with Benefits, Hollywood-Sachen sind, habt ihr das Gefühl, das Konstrukt beste Freundin, gibt es das? Oder ist das etwas, was auch so gibt in Film Best Friend? Oder? Beste Freundin gibt es absolut. Habt ihr eine beste Freundin? Ich habe zwei, drei. Ich habe das Gefühl, das verschiebt sich auch. Die beste Freundin? Ja, manchmal siehst du eine Person über Jahre hinweg viel intensiver und dann flacht das wieder ein bisschen ab, aber man ist immer noch mega eng. Und darum, also ich glaube, so eine beste Freundin habe ich nicht. Ich glaube, das hat man vielleicht eher so als Kind. Als Teenie. Oder noch jünger, als Preteen, dass man so eine beste Freundin hat. Und an die klammert man sich dann. Mhm. Und jetzt habe ich wie so mehrere, also vor allem Frauen, die so mit dem Support-System sind. Ich habe eine ganz, ganz enge Freundin, die ich wirklich schon seit der Primarschule habe. Das ist mega lang. Ja, ich bin jetzt als Gotti von ihrer Tochter und wir sind, also ich meine, du kennst dich so gut, du hast alles zusammen erlebt, das ist schon cool. Ich finde es aber auch geil, wenn man sich lang kennt und merkt, so, jetzt nervt irgendetwas an dieser Person, aber man weiss, Liebe ist also identisch da, aber irgendetwas nervt gerade. Mhm. Und nachher kann man es auch sagen, so, hey, look, es nervt. Mhm. Und nachher ist es aber voll easy. Das ist so eine geile Qualität, ja, das dass man sich super. Kann nerven und dass es so Platz hat und das wie so mag tragen und aushalten. Aber was schon stimmt, ist, dass so Freundschaften kommen und gehen. Und manchmal frage ich mich, wie sind denn die gekommen? Und vor allem, wieso sind sie gegangen? Manchmal passiert ja wie eigentlich gar nichts, aber jemand verschwindet so ein bisschen. Gibt es nicht Freundschaften? Also ich find die beste Freundin finde ich wirklich so ein bisschen etwas aus deiner Zeit. Ich habe schon eine längste Freundin und darum sage ich, es ist meine beste, aber es ist einfach auch, weil ich wie so... Also die ist einfach schon also immer rum. Ich würde es schon so nennen, aber es gibt Phasen, wo ich mehr Zeit verbringe mit anderen Freundinnen. Aber ich kenne sie einfach schon seit ewig. Und das ist, finde ich, schon etwas, wo halt so ein gewisser Grundbaustein leidet, wo man nicht mehr wegnehmen kann. Also so, weil wir sind schon so viel zusammen gereist, haben schon so viel zusammen erlebt, da sind so viele Geschichten zusammen passiert, hat mich durch so viele Phasen schon gesehen, dass ich das Gefühl habe, da müsste jetzt unhuere viel passieren, dass das auseinandergeht. Und bei kürzeren Freundschaften habe ich das Gefühl, die sind schon noch fragiler. Also die gehen wie schneller, könnten schneller zerbrechen. So. Haben die schon mal müssen Schluss machen mit einer Freundin? Und sagen so, aus, ciao, ich will jetzt nicht mit dir befreundet sein. Ich habe jetzt nicht gerade aus, ciao gesagt, aber ich habe wie so gemerkt bei einer Freundschaft, dass also ist etwas passiert und das hat dann wie gerade so den Anstoß gegeben, dass ich mega fest über die Freundschaft nachgedacht habe. Und dann habe ich wie so gemerkt, ich gebe nur. Also irgendwie so, ich frage, ob man sich sieht, ich melde mich, ich hake nach. Also so, es ist wie so mega das Ungleichgewicht und dann habe ich nichts mehr gegeben. Also ich habe nicht mehr gemeldet und dann ist die Freundschaft auch vorbei gewesen. Und das ist eigentlich dann wie gut gewesen, wie so etwas passiert. Aber aber ich habe jetzt nicht so ciao, Kakao. Schluss. Ich habe mit meiner guten Freundin zusammen gewohnt und zusammen geschafft. Und ich hatte einen Freund und sie nicht. Und nachher ist sie mit meinem Freund zusammengekommen. What the fuck? Ja, voll. Ui. Und wir haben alle beim gleichen. Ja, nicht schön. Ei.
Wir haben alle beim gleichen Arbeitgeber geschafft und sie und ich haben noch zusammen gewohnt. Also alles wirklich hure hässlich. Und ihr habe ich dann schon müssen sagen, du, ich glaube, unsere Zeit ist vorbei. Ja, ja, glaube ich auch. Und dann musst nie mehr sehr fest aus meinem Leben rausgehen. Mhm. Hey, und dann, obwohl Zürich so klein ist, haben wir uns ewig nicht gesehen, bis wir uns, glaube ich, etwa vor 4 Jahren, ja, etwa vor 4 Jahren, und es ist wirklich alles sehr lang her, haben wir uns zufällig am Rennweg im Starbucks getroffen. Und das ist sehr, das ist schräg gewesen. Ja. Ich glaube, sie ist recht verschrocken und ich habe dann so gefunden, hey, hoi, wie geht's? aber ich muss aber sagen, sie sind nach 7 Jahren zusammen gewesen und auch glücklich. Und irgendwie das finde ich so ein bisschen versöhnend. Mhm. Ich habe etwas ganz, ganz Ähnliches erlebt, viel, viel früher in meinem Leben. Mhm. Also meine Ängste, also damals eine sehr enge Freundin, die mit meinem Ex, also wir sind, er hat Schluss gemacht und 2 Wochen später ist sie mit ihm zusammengekommen und das habe ich auch schlimm gefunden. Ja, oh, ja, das aber das ist ja so, das ist bei dir nicht so das Vertrauen in Freundschaften kurz gebrochen. Bei mir war es so, ich habe wieso nichts mehr gecheckt, weil sie hat mich so getröstet. Ja. 2 Wochen vor mir so, ui, nein, und so, ihr habt euch getrennt und dann 2 Wochen später so, ah, goodbye. Das war so, alles ein Witz gewesen. Das hat mich so zerstört. Und ich bin auf sie viel verrückter gewesen, auf ihn. Ja, aber ich finde auch, wieso, es ist so ein Freundschaftskodex, so gebrochen wird. Ich meine, er hat ja eh schon, ist eh gegangen. Also er ist eh schon, finde ich, Das ist kaputt. Ja. Aber sie hat einem ja so getröstet und ist so, das ist perfekt, finde ich. Und es gibt ja auch dann sowieso die Scheidungskinder. Also wenn man sich trennt und nachher gibt es Freunde, die einfach mit beiden befreundet sind. Und dort hat mir gerade letzte, und das war mega, mega herzig gewesen, habe ich zufälligerweise einen Freund von mir getroffen. Nachher sagte er mir so in der Betrunkene, hey, weisst du, Gülscha, weisst du noch, wo du auseinandergegangen bist mit dem Blablabla, wo du gesagt hast, hoffentlich bleiben wir noch Freunde. Und schau, jetzt sind wir einfach immer noch Freunde. Oh. Das ist wirklich mega, mega herzig. Ja. Es gibt das haben die das so viel gehabt? Das ist so, wie haben wir dann Freundinnen, Freunde aufteilen? So, die kommen zum Ex-Partner. Hey, im Fall... Irgendwie nicht, nein, weil sich die Boys, also bei mir einfach die Boys wirklich ins Abseits katapultiert haben, auch in meinem Freundeskreis. Mhm. Dass nachher sich die Leute eher so gegen sie gewendet haben, obwohl es so klar war. Oder Leute, die bei beiden befreundet bleiben. Genau, der Fall ist jetzt wie so passiert, von 2, 3 Leuten, die wirklich immer noch mit beiden Parteien befreundet sind. Und es funktioniert. Man redet dann einfach nicht über die andere Person. Das ist super. Aber ist das nicht dann unangenehm? Weißt du, dann gibt es wie so Voldemort, etwas, und du darfst ansprechen? Nein, du darfst ansprechen. Aha. Also, alle können es ansprechen, aber es ist wie so, ich gehe jetzt dann nicht zu ihnen über meinen Ex-Freund brüllen oder lästern. Das mache ich einfach nicht. Ich habe ja wie ein anderes Umfeld, wo ich das machen kann. Darum. Ich hatte es eigentlich bis auf eine Freundin nie gehabt. Ich habe nie zu Freundeskreis geteilt. Also so, dass man sich hat. Eben, es passiert eigentlich nicht wirklich, aber manchmal ist es so, dass dann du so mega befreundet bist mit jemandem aus seinem Freundeskreis und eine Freundschaft aufbaust und dann nachher muss dann die Person sich entscheiden, was mache ich. Aber ja, bis jetzt ist alles gut gelaufen. Ich habe noch ein paar andere Sachen über Freundschaften, wir müssen das wieder mal besprechen. Ich finde das ein wichtiges Thema. Sehr schön. Wir müssen schnell das Würfelspiel machen. Ja, ist gut. Die Maya darf würfeln. Soll ich wieder mal das Würfelspiel erklären? Nein, das versteht man. Nein, oder? Das versteht man. Das weiß man wirklich mittlerweile, um was es geht. Also schauen wir haben da 9. Was hast du im letzten Jahr gelernt? Oh, sehr viel. Danke für die Frage. Sehr viel. Ich habe im letzten Jahr mein inneres Kind kennengelernt, weil ich angefangen habe mit Schematherapie zu machen. Aha. Und ich habe gelernt, was es bedeutet, was es wirklich bedeutet, wirklich sich selber zu lieben. Das ist insane. Das klingt so einfach und man hat ja immer das Gefühl, man liebt sich. Aber ich habe es wirklich so gecheckt. Und das ist wirklich... Also, jetzt liebst du dich einfach voll. Das hast du jetzt einfach in einem Jahr zack, hey, boom, ist Fall, das rein. Es ist ein Prozess. Mhm. Aber ich schaue mich an und bin so unfassbar wohlwollend. Es ist so geil. Es ist so ein ganz... Also ich habe ein ganz anderes Gefühl mir gegenüber. Und wenn jetzt jemand zulässt und denkt, okay, ich würde mich auch gerne ein bisschen mehr lieben, was ist der Trick? Also weißt du, wenn du sagst, du hast wie gelernt, dich gern zu haben. Du hast Schematherapie gesagt. Genau, ich mache Schematherapie sagen, und das ist so eine Therapieform. Also es ist wie so, ich weiß nicht was genau. Aber man schaut dann einfach an, was hat man für Coping-Strategie entwickelt für verschiedene Sachen. Und dann schaut man an, ist das eine gute Coping-Strategie oder nicht? Also, wenn vielleicht dann noch schnell erklären, Coping-Strategie heisst, wie du mit etwas, wo passiert, umgehst. Genau, ganz genau. Und dann sieht man so, aha, schau, dein Muster ist, dass du dich immer verliebst in verheiratete Männer. Wieso ist das echt so? Das hast du ja zum Beispiel jetzt geändert.
Ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht. Ich verliere mich nie verheiratete Männer, gar nicht. Aber ja. Anyways, auf jeden Fall, was man machen kann, was ich zum Beispiel mache, ist jeden Tag mich im Spiegel anschauen und mich ernsthaft anschauen. Also mich sehen, mein innere Kind sehen und mir wirklich sagen, hey, schau, ich kann dich gern, so wie du bist. Ob ich jetzt müde bin oder fit bin, gut ausgesehen, PMS habe, scheißegal, mindestens einmal am Tag schaue ich mich richtig an. Und du sagst das laut zu dir? Ich sage das laut zu mir, genau. Ich habe dich gern. Genau, ich habe dich gern oder ich liebe dich oder hey, wir machen das denn gut? Also wirklich so, es ist so, es klingt vielleicht weird, aber es macht etwas. Und was ich auch immer mache, ist, dass ich mich wie so selber in den Arm nehme, umarme. Also du hebst dich jetzt an der Schulter? Nein, ich heb mich so und dass ich dann wirklich dann auch sage, so, hey, ich habe mich gern. Oder dass ich meine Hand so an die Brust nehme. Das ist wie eine Umarmung. Und einfach mir so die Liebe und Geborgenheit gebe. Und es passiert so viel mit einem. Man muss einfach nett sein. Und ja, das habe ich gelernt. Gut. Was hast du gelernt, Maya? Hey, ich habe gelernt, Nein zu sagen. Nein zu Jobs, Nein zu irgendwie Sachen, die mir zu viel werden. Und ja zu... Ich nehme es einfach ein bisschen easier. Und wie hast du das geschafft? Ich kann dir gar nicht sagen. Ich habe nicht mit einer Strategie. Das ist einfach so passiert. Das ist irgendwie... Ja, das ist, letztes Jahr war mein Sohn wirklich schon noch recht klein gewesen, ja. Und beruflich ist es auch gut gelaufen. Ich hatte auch viele Anfragen gehabt und ich tendiere zu allem Ja zu sagen. Und dann bringe ich fast nichts. Also es wird dann alles viel zu viel. Und dann bin ich hässig und es ist alles nicht gut und scheiße. Und dann habe ich einfach mal angefangen, Nein zu sagen. Sachen, die ich nicht mega lässig finde, einfach nicht machen. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist ja voll befreiend. Das ist ja voll geil. Anstatt dass ich jetzt einen Text schreibe über etwas, was mich null interessiert, gehe ich jetzt in die Pediküre. Sehr geil. Und alle in meinem Leben haben etwas davon. Ja. Weil du wieder schöne Fussnägel hast. Ich habe schöne Fussnägel. Hey, meine Seele ist okay, alles ist okay. Die paar hundert Stutz, egal. Wirklich sehr egal. Gut. Und das ist sehr gut. Das ist wirklich kein Nein-Sagen. Nein-Sagen ist sehr befreiend. Ja, geil. Einfach so zu allem, was man nicht will. Oder Leute treffen. Ich habe so viele Leute getroffen, die ich schon gerne habe. Aber irgendwie sind viele Energiesauger dabei gewesen. Und für die habe ich jetzt keine Zeit mehr. Und ich finde, da kann man einfach wirklich einfach sagen, nein, nein. Nein, 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 das neue Ja zu sich selber. Geil! Eigentlich müssen wir da aufhören. Geil, nein, jetzt musst du noch sagen. Ja. Was hast du gelernt? Ja, etwas so total unpsychologisch. Ich habe Klavierspiel gelernt. Stimmt. Ja. Das ist mega sexy. Das ist mega sexy? Das ist mega sexy, ja. Ich muss aber auch zugeben, es war für das Projekt, wo ich mit Musikhug gemacht habe. Und ich glaube, ich hätte sonst wahrscheinlich wäre ich nicht so da dran geblieben. Die Aufgabe war, in 3 Monaten 3 Stück zu lernen. Und weil ich so gewusst habe, es wird gefilmt und ich hatte einen Lehrer, den Jan Wühlmann. Und ich wollte so nicht, dass er enttäuscht ist. Und ich wollte nicht, dass sie enttäuscht sind, auch vom Klavier. Also das ist das. Ganz kurz. Hätte Jan Wühlmann dir vielleicht oben ohne Unterricht gegeben? Ich sehe ihn, er ist ja der Ex-Mister Schweiz und auch ein Musiker. Also ich sehe ihn jetzt dort oben ohne eingeölt. Ja, natürlich. Vor allem eingeölt. Ganz das ist streng. Ja wirklich gut fürs Klavier. Weißt du, dann tropft so das Öl zwischen die Tasten runter. Ich würde dann ganz streng gesagt, Ivan, oder es hat Frau Eisenring. Ich kann nicht ernst nehmen, der wirklich eingeölt ist oben ohne und sagt Frau Eisenring. Stehst du auf den Jan Bühlmann? Wer nicht? Also, excusez-moi. Ja. Okay, nein, er war nicht eingeölt und es geht jetzt um mich in dieser Geschichte. Excusez-moi, ja. Nicht um den Jan Bühlmann. Ja. Zurück zu der Ivan. Was hast du gelernt? Ich habe 3 Stück gelernt und ich habe gelernt, dran zu bleiben. Also, ich spiele immer noch Klavier. Und lerne immer noch Stück. Und bin wirklich recht stolz, weil ich bin nicht so jemand, der so fest über Fleiss schaut. Also ich bin wie so jemand, der es dann versteht und dann geht. Und dann habe ich, das ist etwas nach dem anderen, auch wieder so unpsychologisch. Ich habe gelernt, 3 Bücher schreiben. Ich habe nicht gewusst vorhin, wie das geht. Also 3 Bücher schreiben. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch noch so in eurer Welt von was lernen bin, dann habe ich gelernt, noch mehr auf mein Bauchgefühl los. Also mehr darauf vertrauen, dass ich schon weiss, was gut ist für mich. Weil ich glaube, man hat schon, also ich habe sicher eine Tendenz, dass ich so irgendwie ja niemandem auf die Füße stehen und dann so, und so abgleichen und wie schauen, wie könnte ich das machen, könnten die Leute irgendwie eingeschnappt, hässig, enttäuscht von mir sein, also mache ich das und das und noch ein bisschen mehr. Ich habe gelernt, wie noch das besser können, so stumm zu schalten. Das Rauschen von außen dran. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt muss ich da meine Blätter finden.
Weil das ist nämlich schon, das ist schon gewesen. Das war die 24. Folge von Dealerin. Ohne Scheiß. 24? Wir sind jetzt in der nächsten, die nächste Folge ist das Jubiläum, das 25. Und dann gibt es etwas ganz, ganz, ganz Neues, noch nie Dagewesenes. Ich lande 3 Stunden vorne vor der Aufzeichnung in Zürich. Ich bin also komplett jetlagged, aber immerhin wieder zurück, weil es sind nicht alle zurück. Gülscha ist dann noch irgendwo in einem Zelt am Burning Man. Am Schottspiele spielen, jawohl. Am Schottspiele spielen oder gerade am Zurückfahren aus der Wüste. Aber wir haben Ersatz gesucht und wir haben Ersatz gefunden. Wir laden für die nächste Folge einen Mann ein in unsere Runde. Und Mai und ich besprechen mit ihm, was dann die Red Flags und Green Flags für die Männerwelt sind. Und alles Infos sind das, die wir dir nachher weitergeben können. Sehr gut. Obwohl, ja. Es hat sich noch kein Polizist gemeldet, falls sich jemand gefragt hat. Das haben wir nämlich, der Pascal Fessler. Auch kein Sugar Daddy. Nein, nichts ist passiert. Genau, und darum kommen jetzt Informationen, die kannst du nachher haben. Ihr könnt uns gerne alle Fragen schicken, die wir sollen stellen, dem Mann. All die Sachen, die ihr bei Männern nicht versteht, die ihr wissen wollt, alles, wirklich alles wird beantwortet. Und wenn es nicht von unserem Gast beantwortet wird, dann später von uns in der nächsten Folge. Weil nachher ist Gülscha natürlich wieder zurück. Ja. Und es geht ganz, ganz, ganz normal in unserer 3-Runde weiter. Und bis dann wünsche ich eine gute Zeit. Folgt, liket und bewertet uns auf Spotify oder dort, wo ihr den Podcast hört und empfehlt uns weiter. Das ist gut fürs Karma. Ade! Zivadili-Ring mit der Maja Zivadinovic, der Gülscha Adili und der Ivan Eisenring. Alle Folgen auf srf.ch/audio. Sounddesign Veronika Klaus. Produktion Anita Richner. Projektverantwortung Susan Witzig.